Hat sich der Wert zurückgesetzt. Weißt du, wo ein Kleinstein sich weiterentwickelt? Kann ich nachschauen. 24, 25, denke ich, ne? Ach, jetzt einfach mal das Spiel zu weisen, ne? Das ist geil. Och. Ja. Kannst du jetzt nicht einfach das Spiel zu machen? Ich bin einfach noch da. Noch 10 Minuten lang. Hey. Dann gibt's endlich Essen für dich. Essen. Yay. Nach 2 Monaten wieder kann ich mir was leisten. Yay. Ich muss ja sagen, das erste Layer, was ich hatte, war irgendwie extrem. Weil als Bäcker musst du halt irgendwie schauen, dass du irgendwo schlafen kannst. Und da habe ich einfach mal die Hälfte vom Lohn für Miete ausgegeben. Und ja, das waren auch noch 150 Euro, was ich übrig hatte, das ganze Monat. Toll. Ja, bei mir sah es ähnlich aus. Das 25. war nicht schön damals. Level 25. Level 25, okay, habe ich ja noch ein bisschen. Mit Chinese is Gold. 3 Level noch, dann habe ich es geschafft. Nee. Hier war es nice. So Kackbaum anscheinend, so bronzemäßig. Gut, gut. Ja, die 10 Minuten geht es auch nicht mehr auf Minecraft rein. Nicht? Oh. Nein. Och. Ein Bock mehr. Kannst du doch nicht machen. Du Pokémon such die. Ich hab 2 Kommentare, die lese ich jetzt. Okay, eins ist nur ein 1 plus. Doof. Oh. Dann kriegst du von mir demnächst auch mal einen Kommentar. Dann freust du dich vielleicht, dass du einen Kommentar hast. Jetzt sag ich fast schon, hört auf, meine Videos zu liken. Pass auf, die machen das dann wirklich. Ah. Und um 18 Uhr muss ich wieder kämpfen. Oh nein, gegen wen denn? Gegen Tobias. Wer ist Tobias? Ja, Tobias. Ah, okay, ich weiß so natürlich, wen du meinst. Nicht. Ich darf ja nicht den Nachnamen sagen. Ach so, okay. Und da steht jetzt nur noch Tobias. Ich habe den Tipp gegeben, dass sie nur den, Vornamen verwenden sollen. Ja. Aha, schau mal an. Tobias ist ein cooles jetzt Name. Top gemacht. Okay. Weil es gibt ja wirklich so Google Plus Benutzer, was wirklich Vornamen verwenden und ich sehe das nicht so gerne. Kann ich verstehen. Vor allem, weil man sollte ein bisschen aufpassen, dass man die Privatsphäre ein bisschen achtet. Ja, so ein bisschen. Bei mir, als ich noch gelernt habe, mit Computern umzugehen, hat man sofort gelernt, gib niemals deine persönlichen Daten frei, wenn es nicht geht. Nur im extremen Notfall, wenn es wirklich gebraucht wird, aber sonst sei anonym, solange es geht. Ist ja auch richtig. Genau. Ist auch wichtig. Also, liebe Weil Kinder da draußen, böse und so. Macht, was der Kuh gesagt hat. Internet ist böse. Das ist böse! Bleibt immer anonym, wenn es geht. Also, deswegen gibt es auch die ganzen komischen Internetnamen. Warum denn sonst? Weil darum. Ja. Weil ich bin doch nicht doof und gebe dann meinen echten Namen ein. Und dann noch mit Foto. Das geht Moment, doch nicht. Du bist nicht doof? Okay, ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin kurios. Das ist, was du bist sehr kurios, definitiv. Kann ich bestätigen. So. Yay! Ja, ja, ja. Nee, krass, ein Gengar Level 25 kann 59er, keine Ahnung, Lairon besiegen, weil es nur normale Attacken benutzt. Ja, das ist praktisch. Geister-Pokémon Beste. Kampf-Pokémon und so. Beste. Geister-Pokémon sind immer noch ein bisschen stark, weil sie 2 Resistenzen haben. Ja. Ich frag mich gerade, kannst du Gengar mit Erdbeben hier angreifen? Eine gute Frage. Weil hier haben die Aber doch, Erdbeben ging auf jeden Fall früher. Ich weiß nicht, ob es immer noch geht. Ich wusste damals Pokémon Stadium, habe ich das gemacht. Ja, ja. Weil die Fähigkeiten kamen ja erst in der 3. Generation. Genau. Seitdem ist Smogon ja auch nicht mehr mit Erdbeben angreifbar. Oder mit Intensität. Ja. Was mich immer wieder ankotzt. Weil ich ja immer noch so denke, so boah, geil, Bodenattacke, ne? Und dann hier Smogon mit Gift und sowas.
Weil ich bin gerade am überlegen, ob das in der 7er Version ging, aber ich weiß es nicht, aber ich habe es nie bemerkt. Ich glaube, ich hatte da nie RB. So. Müsste man was suchen. Onyx Level 44. Oder sind hier nur die Wesen geheim, Pixel, keine Ahnung. Keine Ahnung. I don't know. Da bin ich überfragt. Ja. Oh. Gute, gute, gute. Runaway! Hey, ich kann da Preis-Song. Was ist mit dem Carpador-Song? Hast du den gesehen am Kommentar bei YouTube? Hab ich gesehen, ja. Carpador. Fand ich toll. Weil du halt kurz erwähnt hast da mit dem Carpador. Mhm. Irgendwann wird das bestimmt auch noch der official Carpador-Song. Bitte. Carpador. Muss man halt den Text kennen. Einfachste Text ever. Ja, ist schon richtig gesungen werden. Naja, die Töne müssen getroffen werden. Ja, so. Debonia. Oh, na, das war irgendwas anderes. Organon. Genau. Wohin genau? Wohin genau? Zu den Bergen. Wohin genau? Mammut. Ja. Lass dich. Du gibst mir jetzt einen Korb und trennst dich jetzt von mir? Okay. Genau. Da habe ich schon einen eigenen Abonnenten, ich brauche dich nicht mehr. Ja, ist okay. Das kann ich verstehen, würde ich auch so machen. Jederzeit. Da ich schon hier als Gast und da kommen sicher wieder Zuschauer zu mir. Ja. Also, Rubius Kuro, beste Kanal auf. Dadurch, dass du jetzt dabei bist, werden die Views bei mir wieder einsinken. Ohne Ende. Ich sag's dir. Ja. Ich darf nicht reinschauen, dass der Kuro dabei war. Ich stell dir das halt alles in Rechnung, ne? Was mir dadurch alles okay. An YouTube Money flöten geht, ne? Weißt du Bescheid? Ja. Ich bin wieder die Rechnung, okay. Ja. Ja, und ich danke dir trotzdem, dass du dabei warst. Wünsch dir einen guten Appetit. Ja. Danke. Und ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich Sonntag. Gut. Oh mein Gott, so früh schon. So früh schon, ja. Oh, hast du nicht viel Ruhe von mir? Nee. Ja, nee, ein paar Tage. Schlimm. Hallo denn. Da. Tschüss. Ja, das ist ein dick Disconnect-Klapp, habe ich. Ja. Wird ja einfach nur 2 Stunden hören zu. Er labert. Ja. Hört schon. Es gibt jetzt sowieso nichts zu erzählen hier. Ich muss was Spannendes erzählen. Wie was Spannendes erzählen? Genau. Sowas kann ich nicht. Okay. Bester YouTuber ever. Gut. Ja, besser. Danke, dass es mit Ciao geht. Jo, ciao. Bis dann. Da, endlich ist er weg. Ach, Gott sei Dank. Ah. So, Spaß beiseite. War natürlich schön, dass ich auch mal hier nicht alleine rumgeistern musste, sondern endlich mal hier mal wieder jemanden dabei hatte. Ja, jetzt muss ich mir nur überlegen, bei wem kann ich jetzt Kadabra und dann gleich Georock weiterleveln. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir da? Da haben wir einen Pummeluff. Oh, einen Feurige. Feurige habe ich ja schon ein paar Mal. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Egal. Ich wollte jetzt hier nochmal ganz kurz hier Kleinschein jetzt hier fertig machen. Wie viel haben wir jetzt hier vom Level? 24, ja siehst du. 25 würde ich es gerne noch bringen. Bevor ich dann hier in die Aufnahmepause gehe. In der Hoffnung. Es entwickelt sich und sowas. Und wir können es dann beim nächsten Mal hier mit irgendwem wieder tauschen. Und die Weltherrschaft an mich reißen. Aber mal gucken. Das wird schon. Irgendwie. Erstmal ihn hier fertig machen. So. Hat nicht gereicht, aber holen wir das nächste Pokémon. Wo ist das nächste Pokémon? Schalalala. Ich hab keine Ahnung. Sind hier im Moment aber auch relativ wenig von den hochleveligen Pokémon hier. So ein Aron hier. Einfach mal gegenhauen hier. Kommt schon. Zack. Nee, nicht du, sondern den nächsten natürlich. So, und dann schauen wir mal, ne? Wir kriegen das hier noch hin, dass wir hier einen Georock zumindest noch haben hier, bevor die Aufnahme hier gestoppt wird.
alles eine Frage der Zeit und der Geduld. Ne? Und ihr wisst ja, ich bin geduldig, ihr meistens nicht, aber das ist mir Wumpe. Ich bin geduldig, das reicht mir. So. Guck ich mal hier, ob hier am Fuße jetzt irgendwas gespawnt ist mal. Das ist ein roter Brikoko, brauche ich nicht. Da haben wir doch was Hochleveliges. Das sieht doch schön aus. Ein Kamerupt. Hier. Dragoran, mach mal fertig. Do it now. Twister. Einfach immer schön Twister, ne? Wenn du keine Ahnung hast von Pokémon, immer Twister benutzen. Beste. Wird schon. So, jetzt nochmal drauf und dann müsste er gleich ein Level up haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da ist es, Level 25 Smackdown können wir erlernen. Können wir das hier irgendwie brauchen? Nein. Obwohl, Rock Blast können wir vielleicht wegmachen. Hä? Oh Gott! Geodude ist evolving! Gut. Hätten wir es auch geklärt. Bin sogar noch in meinem Zeitraum geblieben, dass ich hier sogar fast schon am Ende der Folge bin. Gott sei Dank. Puh. Aber das machen wir gleich. So ein, zwei Pokémon-Kämpfe hier kann ich nochmal ganz schnell machen hier. Hier gegen so ein Taubsi hier, da ist Georock jetzt auf jeden Fall stark genug. Das schafft er gerade so. Hier Steinwurf. Bam, Quick Attack. Jede Menge Federn und ich weiß nicht wohin damit. Smackdown, nee, brauchen wir nicht. Haben wir hier noch ein schönes Pokémon, das ich mal ganz kurz hier mal ein bisschen aufleveln kann. Bin ja für jedes Pokémon hier dankbar. Ich hier irgendwie finde, dass sich halbwegs lohnt. Jedes Mal, wenn du hier so ein Taubsi siehst, denkst du auch nur so, noch nee, schon wieder. Hier haben wir nochmal so ein Numel. Weiß auch gar nicht, was das für ein Pokémon-Typ ist. Ich meine, es ist jetzt Gestein und wahrscheinlich noch irgendwas. Würde fast sagen, Flammen oder sowas. It's super effektiv. Also Feuer, Pokémon Feuer und Gestein, würde ich sagen. Und haben wir Gold King, das können wir nochmal ganz kurz platt machen hier. Wieder runter hier. Dann haben wir Miltank, nee, danke. Die sind immer so schwach vom Level her. Aber nun gut. Streiten sie sich um Platz 1 oder was? So. Seeking, einmal hier Skeptile einsetzen und dann wird er schon. Der schafft das. Wenn einer schafft, dann er. Wir haben auch schon bald Level 40. Können wir da auch schon aufbalken für das Level 40er Turnier? Abwarten. Aha. Kann ich hier nicht mal hier meinen Leafblade verwenden? Was ist denn da? Warum funktioniert das nicht? Ach, jetzt funktioniert's. Okay. Ich hab mich schon gewundert. Hab aber auch nicht auf den Kampftext hier geachtet. Aber so ist das manchmal, ne? Man achtet halt nicht immer auf alles. So, wenn das jetzt down ist, dann mache ich meine Aufnahmepause hier. Reicht ja auch langsam, ne? Schon wieder anderthalb Stunden für mich hier gewesen. Ach, das lebt ja noch. Schweinerei. So, jetzt aber nicht mehr. Und Level 28 für Georock. Oh yeah. Wir sind fast bereit für unser Level 30er Turnier. Glaube ich, Shieldon würde ich gerne noch ein bisschen hochleveln. Aber das machen wir dann halt alles in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.